sanfte Hügellandschaft, dichter Urwald. Beinahe unberührt wirkt die Natur in der Rhön, im Herzen von Deutschland. Doch lange Zeit ist die Rhön einer der bedrohtesten Orte der Welt. Sie ist geteilt durch den Eisernen Vorhang. Hier stehen sich Ost und West gegenüber. Es ist die geografische Lage, die die Rhön zu einem zentralen Punkt des Kalten Krieges macht, mit vielen dramatischen Geschichten. An keinem anderen Punkt ragt das Gebiet des Ostblocks so weit in den Westen wie hier. Für die NATO ist diese schöne Ecke Thüringens die Achillesferse. Das war der zentrale Stelle, wo wir erwarteten einen Angriff. Im Kalten Krieg hat man gespürt, wenn jeden Tag die Hubschrauber drüber weg sind. Und die haben hier sich gegenüber gestanden, ca. 5, 6 Minuten, auch 10 Minuten. Und da hat der Russe nicht nachgegeben und der Armee nicht nachgegeben. Da wird jeder zeigen, wer der Bessere war. Ein atomarer Schlagabtausch gefährlich nah. Wenn Sie davon ausgehen, dass hier 100 bis 150 Sprengsätze detoniert wären, einer hätte ja schon gereicht, um hier aus diesem Landstrich ein nukleares Desaster und eine nukleare Wüste auf lange, lange Zeit zu machen. Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich die Rhön zum wohl heißesten Punkt im Kalten Krieg. August 1962. Nahe Geisa in Thüringen kommt es zu einem der ersten Grenzzwischenfälle in der Rhön. Gegen Mittag fallen Schüsse. Wolfgang Christmann ist beim Bundesgrenzschutz in Hessen im Dienst, als es plötzlich Alarm gibt. Alles, was Beine hatte, musste zurück, vor allen Dingen der Alarmzug in die Unterkunft. Waffen empfangen, Stahlhelm und die benötigte Ausrüstung. Und dann ging es im hohen Tempo an diese Grenze, an den Tatort. Auch im Osten rücken die Truppen aus. Bei meinem Eintreffen, vielleicht eine gute halbe Stunde später, war die Situation zum Zerreißen gespannt. Hüben wie drüben lagen Uniformierte unter Waffen und haben sie gegeneinander gerichtet. Was ist an der Grenze passiert? Ein Jahr nach Beginn des Mauerbaus sind Pioniere der Nationalen Volksarmee dabei, einen weiteren Stacheldrahtzaun durch die Rhön zu errichten. Begleitet werden die Arbeiten von Hauptmann Rudi Arnstadt. Und auch der Bundesgrenzschutz beobachtet, was auf der östlichen Seite vor sich geht. Ein BGS-Beamter und seine Begleiter kommen dabei den DDR-Grenzern um Rudi Arnstadt gefährlich nah. Dann lief er vorne am Trampelpfad, haben wir gesagt, an einem Buschwerk vorbei und wurde plötzlich angerufen. Halt, bleiben Sie stehen, Sie befinden sich auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Und im gleichen Augenblick fiel ein Schuss. Nur ein Warnschuss der DDR-Grenzer? Was genau in diesem Moment passierte, darüber wird bis heute spekuliert. Die Lage spitzt sich zu. Und dann riss einer der Beamten des Bundesgrenzschutzes sein Gewehr von der Schulter und feuerte aus der Hüfte einen Schuss in Richtung von Hauptmann Rudi Arnstadt ab und traf ihn bei diesem einzigen Schuss in den Kopf. Rudi Arnstadt stirbt. Dass die Situation danach nicht eskaliert, ein Wunder. Die anschließenden Ermittlungen verlaufen in Ost und West unterschiedlich. Für die DDR steht fest, der Westen hat Rudi Arnstadt ermordet. Der tote Hauptmann bekommt ein offizielles Begräbnis, wird zum Volkshelden stilisiert. Die Ermittlungen im Westen bekommt Wolfgang Christmann aus nächster Nähe mit. Jede Seite hat für sich ermittelt.
Und jede Seite hat ein anderes Ermittlungsergebnis dann erhalten. Das heißt, die Staatsanwaltschaft Fulda hat festgestellt, dass der Beamte des Bundesgrenzschutzes, der geschossen hatte, in Notwehr gehandelt hat und strafrechtlich war er nicht mehr zu belangen. Der BGS schützt die Identität seines Beamten Hans Plüschke. Doch nach der Wiedervereinigung wird auch er erschossen, ganz in der Nähe des einstigen Tatorts. Möglicherweise ist es seine Vergangenheit, die ihm Jahrzehnte später zum Verhängnis wird. Ost und West stehen sich an der innerdeutschen Grenze schwer bewaffnet gegenüber. Der Fall Arnstadt zeigt, wie schnell die Situation hätte eskalieren können. Doch bereits Jahre vor diesem dramatischen Ereignis müssen die Menschen hier in der Rhön erfahren, was es bedeutet, im Grenzgebiet zu leben. Unter dem Schlagwort Aktion Ungeziefer werden bereits in den 50er Jahren die ersten Familien aus dem Grenzgebiet ins Landesinnere zwangsumgesiedelt. Mit dem Mauerbau verschärft sich die Situation. Historische Gehöfte, die oft über Generationen weitergegeben wurden, werden platt gemacht. Die Ruine der Buchenmühle zeugt noch heute vom sogenannten Schleifen der Höfe. Auch eine Touristenattraktion der Rhön gerät in den Fokus der Mächtigen. Das Eisenacher Haus ist eine beliebte Wanderherberge auf dem Ellenbogenplateau, ganz in Grenznähe. Doch es soll nicht abgerissen werden. Für das Ausflugsziel gibt es ganz andere Pläne. Von denen ahnen Rolf und Inge Leutbecher nichts, als sie hier am Fuß des Ellenbogen aufwachsen. Sie verbringen in ihrer Kindheit viele unbeschwerte Stunden auf dem Berg. In der Schulzeit haben wir eine Wanderung gemacht zum Eisenacher Haus. Das war Natur pur. Aber ab 1961 wurde ja Mauer gebaut und dann wurde auch hier das als Sperrgebiet erklärt. Und dann war Schluss. Der Ellenbogen wird abgeriegelt und mit ihm das Eisenacher Haus. Zu nah liegt der Berg an der Grenze und er hat eine weitere Besonderheit. Niemand kann sehen, was da oben passiert. Denn der Ellenbogen ist rundum von Wald umgeben. Und das Einzige, was herkam, waren die Forstleute oder die Bauern, wenn sie das Gras gemäht haben. Rolf Leutbecher arbeitet in der Landwirtschaft und ist einer der wenigen, die ganz aus der Nähe miterleben, wie sich der geliebte Berg immer mehr verändert. Man hat gesehen, dass Türme gebaut worden sind, dass der Boden aufgerissen worden ist, Erdkabel verlegt worden sind und dass jetzt um den Ellenbogen rum praktisch mehr Streife gelaufen worden ist von den Polizisten. Binnen weniger Jahre wird die Staatssicherheit das Eisenacher Haus zu einer ihrer westlichsten Abhörstationen ausbauen. Abhören, abschotten und aufrüsten. Die Pläne des Warschauer Pakts werden für die NATO-Staaten zur immer größeren Bedrohung. Auf der hessischen Seite der Rhön entsteht ab Mitte der 60er Jahre Point Alpha, ein Beobachtungspunkt der Amerikaner. Jahrzehnte später kehrt James Hamilton an den Ort zurück, an dem er einst als junger Mann stationiert war. Es war Winter, es war sehr kalt hier. Und ich bin hier als Beobachter gekommen. Und hier auf dieser Stelle war man an der Ende der Welt teilweise. Ja, hier war der Ende der westlichen Welt. Man konnte hier von oben auf die andere Seite schauen. Man sah diesen eisernen Vorhang. Point Alpha ist der erste Beobachtungspunkt der Amerikaner in der Rhön. Etwa 40 Elitesoldaten haben hier vor allem eine Aufgabe: einen möglichen Angriff des Warschauer Pakts frühzeitig zu erkennen.
Unsere militärische Aufgabe war hier, falls es um einen großen Kampf kam, erstmal zu beobachten, zu berichten und zu aufhalten, so gut es geht. An kaum einem anderen Ort kommen sich die Militärs beider Seiten so nah wie an Point Alpha. Hier hat man alles im Blick, ob Alltag oder militärische Manöver. Man fühlte, wie ernst das alles war, und es war kein Spiel. Für die Amerikaner wird Point Alpha schließlich zu einem der wichtigsten Beobachtungspunkte. Etwa 30 Kilometer entfernt tut sich derweil einiges auf dem Ellenbogenplateau. Auf der höchsten Erhebung der Rhön in Thüringen werden riesige Abhöranlagen errichtet. Der dicht bewachsene Berg, unmittelbar an der Grenze, ist für die Staatssicherheit der perfekte Ort, um in den Westen zu lauschen. Rolf Leutbecher arbeitet auf den Feldern rund um Ellenbogen und Eisenacher Haus. Er sieht, wie hinter den Zäunen Konstruktionen entstehen, die auch als Bienenkörbe bezeichnet werden. Es wurden Türme aufgebaut aus Metall mit einer Plasterkuppel. Die standen da hier, wo jetzt noch die Betonplatten sind, und in der Mitte kam ein Kabel raus. Und das hat sich verteilt auf die Türme. Auf diesen Türmen, was da drin war, weiß ich nicht. Denn wir haben davon nichts mitgekriegt. Das wurde ja rundherum alles eingezäunt. Wir kamen ja nicht wieder hierher. Von den Türmen auf dem Ellenbogen ist heute nichts mehr erhalten. Reste einer ähnlichen Anlage auf der Wasserkuppe in der Hessischen Rhön, nur wenige Kilometer vom Ellenbogen entfernt, zeugen noch immer davon, wie sich Ost und West in der Rhön belauschten. Oh, Eisenacher Haus hat sich ganz schön verändert. In seiner Geschichte hat das Eisenacher Haus immer wieder sein Gesicht verändert. Die Staatssicherheit erweitert das historische Gebäude um einen tristen Zweckbau für ihre Lauschangriffe. Das war ein Flachbau, also wie die Plattensiedlung, ohne Dach jetzt und schön grau, wie die Plattenbauten zu DDR-Zeiten waren. Da war ein Tor und hier raufwärts ein Zaun. Und der Zaun ging rundherum, dort oben rüber. Das ganze Gebäude und alles war eingezäunt. Mit ca. 2,50 Meter hohem Zaun. Und obendrauf noch Strom. Blitz, so der Deckname der geheimen Abhörstation auf dem Ellenbogen. Seine Lauschaktivitäten bezeichnet das MFS selbst als elektronischen Kampf. Was aber war die Aufgabe der Abhörspezialisten? Sascha Münzel von der Stasi-Unterlagenbehörde in Suhl arbeitete sich durch tausende Akten, die sichergestellt werden konnten. Zum Beispiel ging es in der Funkabwehr darum, Spionagesender in der DDR, aber auch in sozialistischen Bruderländern aufzuspüren, während eben die Funkaufklärung eben wichtige, brisante Informationen aus Westdeutschland bzw. West-Berlin abschöpfen sollte, eben aus den Bereichen Militär, Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Gesellschaft. Mit sogenannten Zielkontrollaufträgen werden Abhörziele festgelegt. Darunter hochrangige westdeutsche Politiker wie Franz Josef Strauß. Auch die nur wenige Kilometer entfernten amerikanischen Truppen sind im Visier der Abhörspezialisten auf dem Ellenbogen. Die Flugbewegungen, besonders im Raum Bad Hersfeld, Fulda, auch Würzburg, wurden großflächig abgehört. Also man konnte dort die Funkbewegungen vom Tower zu den Flugzeugen abhören. Und da gab es eben fundierte Kenntnisse über Starts und Landungen der amerikanischen Streitkräfte. Gelauscht wird übrigens auch mit Technik aus dem Westen. Die gewonnenen Informationen werden dann an unterschiedliche Abteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit weitergegeben und entsprechend genutzt. Und das alles stand natürlich unter höchster Geheimhaltungsstufe. Auch Mitarbeiter anderer MFS-Diensteinheiten durften auch nicht einfach am Blitz erscheinen. Sie brauchten einen Dienstauftrag.
Und auch die Mitarbeiter vom Blitz hatten sich auch stets als Angehörige der Grenztruppen der DDR auszuweisen und mussten auch diese Legende in ihren Familien verbreiten. Auch in den Dörfern am Ellenbogen weiß man lange nicht, wer hier oben sitzt. Also geredet hat man wenig. Man hat ja selber gesehen, dass die BKWs mit verschiedenen Nummernschildern raufgefahren sind. Und meistens saßen dieselben Leute drin, aber unterschiedliche Nummernschilder, aber dieselben Autos. Welche Gerüchte es in den angrenzenden Dörfern über das Eisenacher Haus gibt, sollen inoffizielle Mitarbeiter herausfinden. Die Quintessenz war, dass viele wussten, dass sich oben eine geheime Einrichtung befunden haben muss. Ja? Aber viele dachten eben, dass es eben wirklich eine Spezialeinheit der NVA war. Und damit zeigten sich eben die Führungsoffiziere der Staatssicherheit zufrieden, dass eben die Legende weiter funktioniert. Auf dem Ellenbogen scheint man auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. So wurden Pläne aufgestellt, wie man Blitz bzw. das Eisenacher Haus in 72, 36 und 24 Stunden evakuieren konnte. Dabei war es wichtig, dass man wichtige Komponenten der Technik mitnahm, zum Beispiel die ganzen Zielkontrollaufträge mitnahm, wichtige Elemente des Archivs mitnahm oder aber auch einen großen Teil der Technik eben zerstörte. Im Blitz befand sich auch eine Waffenkammer mit leichten und schweren Maschinengewehren, mit Handgranaten und mit Panzerfäusten. Also auch für Eventualitäten, für Kriegs- und Krisenfälle war man auf dem Blitz gewappnet. Durch seine Abhör- und Spionageaktionen erfährt das MFS auch von umfangreichen Verteidigungsplänen der Amerikaner, die in der Rhön jederzeit mit einem Angriff des Warschauer Paktes rechnen. Was aus Sicht des Ostens als Thüringer Balkon gilt, also der Teil der Rhön, der am weitesten in den Westen hineinragt, ist für die US-amerikanischen Streitkräfte Fulda Gap, die Lücke von Fulda. Der Punkt, den die Amerikaner selbst als ihre verwundbarste Stelle bezeichnen. Internationale Spannungen wie die Kuba-Krise sorgen auch bei den Amerikanern in der Rhön für höchste Alarmbereitschaft. James Hamilton gehört zu der Einheit, die von Point Alpha aus den sensibelsten Punkt der NATO schützen soll. Fulda Gap war die schnellste Strecke nach Frankfurt zum Beispiel. Und es gibt ein Tal hier und es macht es sehr möglich für Panzer relativ schnell zu bewegen in Richtung Westen. So um einen tiefen Schlag im Herzen von Westen zu machen, war Fulda und die Fulda-Tal ideal. Wie mögliche Pläne des Warschauer Pakts aussahen und welche Szenarien sich hier hätten abspielen können, damit beschäftigt sich Volker Bausch, Leiter der Point Alpha Stiftung. Er weiß, Thüringen war ein strategisch wichtiger Punkt für die Sowjetarmee. Es lagen hier in die 8. Gardearmee mit 80, 85.000 Mann, 1.500 modernsten Panzern und über 1.000 Stück Artillerie, die im Ernstfall die Aufgabe hatten, als Stoßarmee in Richtung Rhein-Main vorzustoßen. Die Truppen des Ostblocks sind den Amerikanern zahlenmäßig stark überlegen. Eine Invasion in der Rhön aufzuhalten, ist fast unmöglich. Regelmäßig durchdenkt die NATO mögliche Angriffsszenarien des Warschauer Pakts. Wir machten Pläne ständig. Ich meine, wir hätten genaue Pläne, wo wir gehen würden. Meine Einheit musste bereit sein, innerhalb von 2 Stunden unterwegs zu sein. Und wir haben das immer geübt. Die NATO entwickelt den streng geheimen General Defense Plan. Der Verteidigungsplan sieht im Ernstfall eine massive Konzentration amerikanischer Truppen auch in der Rhön vor. Ein Plan, über den die Staatssicherheit übrigens schon kurz nach dem Entstehen Bescheid weiß. Doch auch der NATO ist klar, mit wem sie es auf der anderen Seite zu tun hat. Wir waren informiert, von welcher Panzer und so weiter die anderen Seiten hätten, in welche Einheiten da waren. Und wir haben großen Respekt für diese Geräte gehabt. Eine Kleinigkeit, vielleicht, die das ein bisschen ausweist. Viele der Offiziere hier
auf diese Posten im Westen haben die Ferngläser aus der DDR gekauft. Das war ein jener Zeiss-Gerät und das war ein super gutes Gerät und wir wussten, dass wenn solche Geräte produziert sein könnte, dass andere militärische Ausrüstung musste gut sein. Wie gut die jeweilige militärische Ausrüstung ist, zeigen sich beide Seiten immer wieder. Auch Rolf Leutbecher erlebt die Machtdemonstrationen der Hubschraubereinheiten hautnah. Die haben hier sich gegenüber gestanden, ca. 5, 6 Minuten auf 10 Minuten. Und da hat der Russe nicht nachgegeben und der Armee nicht nachgegeben. Die standen sich praktisch Auge in Auge gegenüber, aber jeder auf seinem Territorium. Und kein Millimeter gerückt. Das ist hier eine Anspannung für die Hubschrauberpiloten. Da wollte jeder zeigen, wer der Bessere war. Die Sowjetarmee ist in der Rhön, in diesen Baracken, auch auf der Hohen Geber, einem Berg unweit des Ellenbogen, stationiert. Hier betreiben die Sowjets mobile Radaranlagen. Hier oben waren die LKW mit Radar oben drauf. Und im Winter, weil es saukalt war, sind wir auch mal in so einen LKW reingekommen. Da hat uns der erklärt, er kann bis nach Frankreich gucken. Von dem Radarpunkt. Das waren ja auch Spezialisten. Die Spannungen des Kalten Krieges sind in dieser einzigartigen Naturlandschaft täglich zu spüren. Zur größten Gefahr wird das atomare Wettrüsten. Die Amerikaner stationieren im Grenzgebiet die kleinste Kernwaffe der Welt, Davy Crockett, mit einer verheerenden Strahlkraft. Eine unkontrollierbare Waffe, die später aus dem Verkehr gezogen wird. Doch bis in die 80er Jahre hinein schließt auch die NATO bei einem Angriff des Warschauer Pakts den Einsatz von Atomwaffen nicht aus. Das hätte bedeutet, dass hier Sprengsätze explodiert wären von bis zu 10 Kilotonnen, also der Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe etwa. Auch kleinere nukleare Gefechtsfeldwaffen, also nukleare Artillerie oder Kurzstreckenwaffen mit nuklearen Gefechtsköpfen. Wenn Sie davon ausgehen, dass hier vielleicht, es ist ja immer noch der Geheimhaltung, unterliegt ja immer noch der Geheimhaltung, 100 bis 150 Sprengsätze detoniert wären, vielleicht weniger, vielleicht mehr, aber einer hätte ja schon gereicht, um hier aus diesem Landstrich ein nukleares Desaster und eine nukleare Wüste auf lange, lange Zeit zu machen. Die Rhön als Ausgangspunkt für einen Atomkrieg. Lange Zeit war das eine reale Gefahr. Umso erstaunlicher ist es, dass es am Tag des Mauerfalls rund um Point Alpha ruhig bleibt. Jahrzehntelang bereiten sich die Truppen des Warschauer Pakts auf Krisensituationen vor. Sogar Orden für einen möglichen Krieg sind bereits hergestellt. Glücklicherweise bleibt es am 9. November 1989, wie überall im Land, auch in der Rhön, friedlich. Am Point Alpha selbst gibt es keinen Grenzübergang. Die Menschen schneiden mit Zangen die Zäune durch, wollen endlich zueinander finden. In den Dörfern am Ellenbogen sickert mit dem Mauerfall langsam durch, wer hier jahrzehntelang im Eisenacher Haus saß. Am 13. Januar 1990 wollen die Menschen hier ihren Berg zurückerobern. Mit dabei sind auch Inge und Rolf Leutbecher. Können wir das durchsetzen oder kriegen wir einen vor den Bug geschossen? Also es war schon ein gemischtes Gefühl. Da hieß es auf den Plakaten, Stasi raus, wir brauchen unser Eisenacher Haus. Wir sind dann mit Kerzen bis vors Tor. Wir haben Einlass begehrt und die Polizisten haben uns den Einlass verwehrt. Und das hat es fast nachher zum Überlaufen gebracht. Ja, die Leute wollten nachher rein und die sind nachher auch rein. Und haben sich das angesehen. Erstmals nach fast drei Jahrzehnten betreten wieder Anwohner das Eisenacher Haus. Das wurde uns Märchen erzählt. Sie müssten uns vom Klassenfeind noch beschützen und lauter so Zeug. Aber sie lachen schon in den letzten Zügen. Teile der Technik gehen an NVA und Post. Einiges verschwindet auf geheimnisvollen Wegen. 48.000 Lauschaufträge können sichergestellt werden.
Das Eisenacher Haus wird noch im gleichen Jahr zum Hotel umgebaut. Heute ist es wieder ein beliebter Treffpunkt für Wanderer aus Ost und West. Doch nicht alle Wunden des Kalten Krieges sind mit der Wende sofort verheilt. 9 Jahre danach kommt es zu einem mysteriösen Mord, der möglicherweise in Zusammenhang steht mit einem tödlichen Grenzzwischenfall in den 60er Jahren. 1998 ist der Tod des DDR-Hauptmanns Rudi Arnstadt wieder in aller Munde. Der ehemalige BGS-Beamte Hans Plüschke, aus dessen Waffe die Kugel stammte, die damals Arnstadt tötete, wird ermordet. Seine Leiche wird nur wenige Kilometer entfernt von dem Ort gefunden, an dem einst die Schüsse fielen. Der hatte einen Taxibetrieb, er war sein eigener Chef, in Hünfeld. Und bei einer seiner nächtlichen Dienstfahrten ist er seinem Mörder begegnet. Er ist erschossen worden. Mit einem Schuss in den Kopf. Ein Schuss in den Kopf, über dem rechten Auge. Genau so starb auch Rudi Arnstadt. Der Tod von Hans Plüschke beschäftigt viele Menschen in der Rhön. Auch den ehemaligen Bundesgrenzschützer Wolfgang Christmann. Wenn Sie in dieser Region diese Geschichte thematisieren, werden Sie übereinstimmend ein Erklärungsmuster finden, das da lautet, das war ein verspäteter Racheakt alter Seilschaften. Beweise dafür gibt es jedoch nicht. Der Mörder wurde nie gefunden. Vielleicht wird sie eingereiht in die vielen Geschichten entlang der innerdeutschen Grenze, die einfach im Dunkel bleiben, nicht aufgeklärt werden können. Heute, in den wunderschönen, grenzenlosen Weiten der Rhön, sind diese Geschichten nicht vergessen. Noch immer zeugen Wachtürme und Grenzsteine von der Zeit, als die Rhön einer der heißesten Punkte des Kalten Krieges war. Entlang des ehemaligen Todesstreifens verläuft heute ein Wanderweg. Er trägt den schönen Namen Weg der Hoffnung. Point Alpha ist heute eine Gedenkstätte. James Hamilton zieht es immer wieder hierher zurück. Es ist für mich eine große Sache, hier bei Point Alpha zurückzukommen und dass jetzt so gut zusammengewachsen ist. Das finde ich absolut toll, dass das so gut gelaufen ist. Im Dreiländereck Hessen, Bayern und Thüringen leben die Menschen zusammen in ihrer Rhön, ohne Grenzen. Herrlich, es ist herrlich. Wir können uns zusammen an einen Tisch setzen. Wieder. Ja. Neue Erfahrungen sammeln und Freundschaften pflegen. Doch,